Das Fahrzeug ist wieder am Start. Wir haben das Auto schon wieder von Lackkultur geholt. An der Stelle muss ich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Jungs sagen. Es war wirklich brutal, wie die jetzt nochmal in der Woche hier durchgezogen haben. Was die aber jetzt alles im Detail gemacht haben, ich habe ja schon mal die Punkte angesprochen, das schauen wir uns dann natürlich nochmal an, wenn das Auto final dasteht. Denn es sind noch genau 4 Tage bis zur XS Car Night im Olympiastadion und wir haben noch volles Programm, denn das soll jetzt natürlich auch nicht einfach mal so huschi zusammengesteckt sein, sondern das soll schon ein bisschen ordentlich werden. Ganz große Baustelle wird auf jeden Fall das Thema Zierleisten hier. Ist jetzt schon eine Audi-Traditionbestellung schon auf dem Weg hierher. Ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten 2 Tagen passiert, habe aber die Woche auch Nachtschicht, also es ist wirklich vollstes Programm und ich habe ja jetzt die ganze Videoreihe, die ich jetzt irgendwie eigentlich diese Woche noch mitbringen muss. Das ist diese Woche, wo jetzt quasi 2, 3 Videos sind, wo wir erstmal sehen, was ist beim Benny jetzt eigentlich noch passiert und. Also nur, dass ihr mal wisst, in welcher Zeitblase wir gerade stecken. So Freunde, wir sind jetzt hier schon dran, die Scheinwerfer ordentlich einzupassen. Unten die Blenden, die sind ja noch frisch lackiert gewesen. Jetzt geht es natürlich um Spaltmaße, dass das alles ein bisschen passt und so weiter. Hier drüben haben wir die Bleche jetzt schon ordentlich reingeschraubt und so. Das klingt jetzt erstmal nach, okay, mache ich dir in 30 Sekunden, aber wie gesagt, das wollen wir halt ordentlich machen und dann dauert das halt auch seine gewisse Zeit. Erste Seite ist drin. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Spaltmaße passen, war ein bisschen Gefaddel. Man darf ja nicht vergessen, die Stoßstange ist ja eine neue, weil die gerissen war. Der Kotflügel ist ein anderer, weil der komplett neu von Tradition war. Die Blende, die waren ja weg. Das ist quasi auch von einem anderen Auto. Also deswegen war das jetzt ein bisschen Anpassungsarbeit. Und dann haben wir hier noch ein kleines Highlight. Denn wir wollen ja bei diesen, warte, zeig mir das ganz kurz hier, bei diesen Klarlichtblinkern wollen wir natürlich nicht, dass das Gelb durchblitzt. Deswegen diese Silver Vision heißen die, ne? Genau. Silver Vision Burn. Diese drüben ist er schon drin, sieht man irgendwas? Ich hab vorher mal geguckt. Ja. Nee, also ganz minimal. Aber natürlich nicht so gelb, wie das eigentlich ist. Das sind also die kleinen Details, auf die es ankommt. Ne? So, dann hat man ja angesprochen, bei den Zierleisten, quasi auf dieser Höhe, ist ja jetzt die Struktur weggeschliffen und die sind nochmal in schwarz-matt gemacht. Einfach, dass es einheitlich zur Stoßstange vorne, hinten und so weiter ist, weil das ist glatt, das ist glatt. Dann hätte ich auch gern das in glatt. Ja. In anderen Details kommen wir später. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja festgestellt, das sind originale, nachproduzierte Zierleisten von Audi Tradition. Mussten aber leider feststellen, dass die auch nicht ganz ideal sind, denn hier sind überall so kleine, ja, so scharfe Kanten und wie so ein Grat dran, der eben vom Guss, denke ich, ist. Das habe ich jetzt bei den Ecken links und rechts hier unten schon ein bisschen angeschliffen, ganz leicht, weil da wirklich im Gegensatz zum Original, ja, ist das nicht mehr ganz so gut geworden, muss ich sagen. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wie gesagt, haben halt auch ein bisschen Zeitdruck. Die Klipse und so weiter, das haben wir jetzt alles schon hier drin. Die Bestellung mit den restlichen Schrauben, die zum Beispiel dann hier an die Enden kommt, die ist wie gesagt auf dem Weg. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal geguckt, wie die passen. Haben natürlich hier festgestellt, wissen wir, ob man das sehen kann. Guck mal hierher. Das hier, so, das wäre halt das, was ich angesprochen habe, was mir nicht so zusagt. Normalerweise sollte es ja eine gerade Linie sein. Ist natürlich auch genau noch oben im Sichtbereich. Normalerweise hält die Schraube, die dann hier hinten geschraubt wird, das Ganze noch ein bisschen fest. Aber das ist jetzt fürs Erste den Tod, den wir sterben müssen. Dann müssen wir nochmal schauen, ob wir die nochmal abmachen, ob man die nochmal komplett schleift. Einfach, dass die richtig gerade sind. Und ja, ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk, die Dinger ranzumachen, wenn man die ganzen Kleinteile da hat. Ne? Genau, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Leisten rein. Ganz kurz die Ecken vorn und links von den Zierleisten. Auch hier sind die Embleme rausgekommen und alles in matt schwarz und natürlich glatt, wie wir es schon hatten. Sieht einfach nur sexy aus, muss ich sagen. Ja, wollte ich noch mal kurz zeigen, bevor der ganze Spaß hier eingebaut wird. Das sind die Ecken für hinten, ja, ganz klein. Da sind noch hinten noch ein paar Halter, die von Tradition auf dem Weg sind. Und dann geht das los hier. So, während Pommi sich hier hinten schon ein bisschen um die Batterie kümmert, ja, damit die hier ordentlich verstromt ist, werde ich mich dem nächsten Detail, dem Spiegel mit Doppelgelenkfuß, widmen. Der ist nämlich schon komplett sauber und gereinigt. Jawohl. Geistes Detail. Man muss dazu sagen, das Auto hatte ja früher keine Heckscheibe mit Quattro-Heizdrähten hinten, also diesen Schriftzug. Und jetzt, wenn man in den Rückspiegel schaut, kann man den natürlich feinstens leserlich erkennen. So muss es sein. So, Pommi, die alte Maus, hat hier schon die Türverkleidungen hinten installiert. Einfach nur fantastisch, währenddessen ich das Video geschnitten habe. Soeben sind in letzter Minute neue Teile eingetroffen von Audi Tradition. Hier unten noch Öl. Hier haben wir noch Spritzdüsen
vorne für die Motorhaube und einen Ölfilter, denn wir müssen ja noch einen Ölwechsel machen, denn es sind ja noch ein paar Kilometer zu fahren, damit ich dann bis nach Berlin fahren kann. Ansonsten haben wir hier noch einen Schalter für die Mittelkonsole, hier Klipse für die Zierleisten, dann hier solche Abdeckungen, die auch unten für die Leisten an der Tür sind. Dann haben wir hier ganz wichtig, auf die haben wir wirklich gewartet, diese kleinen Einsteckmuttern. Die sind auch für die Zierleisten, auch für die Zierleisten, auch für die Zierleisten. Genau. Volles Programm. Dann habe ich mir hier noch für das US-Heck hier hinten diese Blende nochmal gesichert. Denn ich habe noch einen zweiten Satz da. Man weiß ja nie, was ist. Wenn doch mal irgendein Unfall oder irgendein Defekt oder irgendwas ist, dann hat man lieber mal noch eine liegen, als dass man dann in 2-3 Jahren vergeblich noch sowas sucht oder ein Heidengeld bezahlen muss. An der Stelle können wir hier nochmal ganz kurz zeigen, die Bose-Lautsprecher sind übrigens auch schon in der Hutablage. Ja, wie gesagt, das wird jetzt hier ein bisschen wildes Video. Wild zusammengewürfelt, links und rechts die guten Bose. So, und dann zu guter Letzt haben wir hier noch für den nächsten Ölwechsel das gute Motul 20W60. Das nennt sich jetzt Le Mans. Ich glaube, früher hieß das Competition. Und ja, 300V halt, ne? Der gute Tropfen. So sieht er aus. Das wird reinkommen, sobald ich die ersten 500 Kilometer abgespult habe. Der nächste Kapitel, Rücksitzbank. Einmal komplett entstaubt, frisch eingeschmiert, mit Lederpflege. Ich denke, das reicht jetzt fürs Erste. Das machen wir dann nochmal ganz in Ruhe ordentlich. Da kann man nochmal eine kleine Aufbereitung machen. Aber jetzt für den dringenden Termin sollte das passen. Ich denke auch. Die heben wir jetzt rein, die gute Schnitte. Genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir oben mit diesen zwei Nasen dort reinschnappeln. Das ist bestimmt mal ein bisschen drücken. So, Numero Uno ist drin. Das ist jetzt nochmal fix auf die Schnelle hier. Ein bisschen mit Plastikpflege sauber gemacht. Das machen wir dann nochmal irgendwann in Ruhe. Obwohl, das sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Tipp und top. An diesem Auto wird nichts eingebaut, was nicht sauber oder zumindest rostfrei und keimfrei ist. Das Ziel ist in Sicht. Als nächstes kommen die Babys hier rein, denn die fixieren und arretieren hier die Rückbank. Perfekto. Rücksitzbank. Alles frisch gereinigt und sauber gemacht. Dann können die guten Kopfstützen rein. Lass mich mal überlegen. Geil. Normalerweise würde ich die natürlich jetzt von der anderen Seite einbauen. Aber für euch, weil ja hier die Kamera steht, muss ich mich wieder hier quälen. Oder hier lang. Zeitgenössischer Sound. Geil, das sieht so geil aus. Ich freue mich einfach. Geil. Das ist so einfach und durstig. Einfach und durstig. Wie neu. Was ist? Just a little bit of silicone spray. Das kann nicht schaden. Da haben wir hier nämlich die neuen Einziehmuttern, Einsteckmuttern von Audi Tradition, die es dort zum Glück noch gibt. Die gehen schon straff, ne? Der Finger weg, gell? Zack. Und zack. Ich stehe. Perfekte. Diese beiden Schräubchen kommen hier rein. Und dazwischen kommt dieser kleine Halter. Ganz süß und klein. Habe ich glücklicherweise auch bei Tradition noch neu nachgedruckt bekommen. Und darauf wird dann diese, jetzt von mir schon wieder fertig gemachte, Zierleiste drüber geschoben. Wahnsinn.
So, der Moment der Wahrheit. So, nehme ich mal schauen. Ja, das sieht ganz gut aus, ja. Mhm. Also, du hast in der Leiste das ganze Auto geschoben. Es ist dran. Und schön drauf auf die Leiste. All in. Genau. Ja, nicht wundern, dass es hier noch ein bisschen Polierpaste. Und hier wird noch eine Schraube rangeschraubt und dann passt das. Die Zierleisten sind dran. Lasst euch von diesen Fettflecken hier nicht täuschen. Das ist alles Silikonspray und Fingerabdrücke. Aber ich denke, das kann sich so absolut sehen lassen. Das passt. Gefällt mir sehr gut. Jetzt machen wir auf der Hebebühne nochmal das Rad vorne ab, damit die Rathausschale ab kann. Denn hier hinter ist nochmal eine Mutter, die hinten verschraubt wird. Genau, und da kommen wir noch ran, wenn wir hier die Rathausschale wieder abmontieren. So, mein Bruder. Das wird sie hier. Die kommt ran. Genauso wie sie ist. Nee, war natürlich ein Spaß. Bei mir hat ihr schon ganze Arbeit geleistet. Guckt euch die zwei schönen Biester an. Ja, also die machen ja fast dem Lader Konkurrenz. Das ist ja Wahnsinn. Herrlich. Jetzt brauchen wir nur noch einen Endfunktionstest. Jawohl. Ob es läuft. Jetzt kommt der Test. Ah. Jawohl. Wenn da keiner Platz macht, dann wäre es ohne. Muss ich sagen, hast du wieder Bombe gemacht. Bombe. Eine kurze Sequenz, wie ich hier komplett abklatsch. Das wäre brutal. Und ganz kurz hier, die erste Ecke von den Gummileisten hier unten ist dran. Pummi ist ja schon fleißig am Klipse einhängen, könnte man sagen. Können wir mal ganz kurz zeigen hier, die gab es leider nicht mehr neu. Das heißt, die hat der Pummi hier alle geputzt. Die sehen einfach aus wie neu. Tipp und top, nur ein bisschen gelb. Freunde, neue Leisten von Tradition, die kommen jetzt rein. Also das sind die Gummi-Abdichtungen. Abdichtungen. Und die schieben wir jetzt hier mit Bravour hier rein. Wie gesagt, hier können wir nochmal zeigen, die ganzen Klipse alle wie neu. Ja, die sind nur leicht beweglich übrigens. So, und jetzt schiebt man das hier quasi. Die Butter. Siehst du das? Wie das flutscht. Geil. Das ist geil. Mal zumachen. Das war auch nichts. Sauber. Einfach sauber. Perfekto. So, und wenn dann hier die Leiste reinkommt, die Einstiegsleiste, die werden wir jetzt übrigens noch nicht kleben, denn das können wir mal ganz kurz zeigen. Gehen wir einen Schritt zur Seite, dass wir hier noch ein Licht haben. Ja, oder? Oha, sicher. Dann ist uns nämlich noch eine Sache aufgefallen. Wir haben hier noch ein Loch drin, das ist von dieser Ecke. Hier ist ja Unterbodenschutz drüber, der jetzt glatt geschliffen wurde. Das zeigen wir aber später nochmal in Ruhe. Und diese große Leiste, die hier reinkommt und reingeklebt wird, die bis vorgeht, also bis zur vorderen, bis zur A-Säule, die werden wir jetzt noch nicht reinkleben, damit wir das hier nochmal in ordentlich machen können, denn ich denke, das wird eigentlich mit Unterbodenschutz aufgefüllt. Deswegen lassen wir die Leiste jetzt für die XS erstmal aus und lassen das so, machen jetzt nur noch die Gummileisten unten ran und dann geht das los. Ja, dann schließt das hier nämlich perfekt ab. Zumindest in der Theorie. Die finale Leiste kommt rein. Das wäre jetzt die letzte. Das geht einfach so sexy. Oh, ist das schön. Geil. Also, muss dazu sagen, bin nicht ganz so 100% zufrieden, wie die passen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es mal original aussah, ob es dann besser war, aber wenn man jetzt penibel drauf schaut und so, denkt man sich schon, also manche Spalte und Abstände, die sind ja ein bisschen ungleichmäßig, aber gut. Wie gesagt, ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass es noch neue gibt und wir die ranbauen konnten. Ja. Aber ja, so. Zu 100% ist es eigentlich nicht. Steht auch hier hinten ein bisschen ab und so. Aber gut. Fürs Erste passt es jetzt so.
Vielleicht können wir im Nachgang, wenn mal Ruhe da ist, die vielleicht noch ein bisschen bearbeiten, dass der Spalt ganz gut passt. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. So, jetzt würde ich sagen, zeigen wir mal noch ganz kurz die Einstiegsleiste, nur dass wir sie mal gezeigt haben. Das wäre eine von den Leisten, auch die beide noch bei Tradition neu bekommen. Natürlich super, weil die haben wir dann, wo wir fürs Lackieren zerlegen mussten, rausgerissen. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig, weil der originale Kleber hier drin natürlich so gut hält, dass man am Ende irgendwie die Leiste halt doch leicht verbiegt und verzerrt. Deswegen, ja, die werden reinkommen. Aber wie schon gesagt, das werden wir dann erst machen, wenn hinten das Thema mit dem Loch geklärt ist. Dann können wir noch ganz kurz zeigen, das hatte ich mir schon lange mal machen lassen. Damals, wo wir in Urlaub in L.A. waren, habe ich jemanden gefunden, der die dort bedruckt hat, und ich finde, das passt halt perfekt in dieses US-Hack rein und ist quasi mein Kennzeichen, wenn man dort mal irgendwo steht, wie jetzt zum Beispiel bei der XS. Ja. Finde absolut harmonisch. Baujahr 1993, California, so ein bisschen mein Traumwohnort, weil es einfach mega geil dort ist, und ja, denke, absolut stimmig so fürs Gesamtbild. Und vorne wird natürlich das Kennzeichen abgemacht, bedeutet, die Leiste ist ja komplett glatt, hat man glaube ich schon gezeigt, und that's it. So, Freunde, Thema Tacho noch mal ganz kurz angeschnitten. Wie ihr hier sehen könnt, ist das ein Tacho aus einem Audi V8. Bedeutet, der originale Tacho zu dem Auto war mir nie dazugegeben. Bedeutet, ich habe das Auto so gekauft und habe dann einfach, weil mir das persönlich nicht gefällt, die weißen Tachoscheiben, die trotzdem drin waren, gegen schwarze getauscht vom V6, weil der Tacho dann trotzdem bis 280 km/h geht. Jetzt ist aber so, dass es ja, was Tachos angeht, es noch eine Steigerung davon gibt, nämlich der Tacho aus dem S6 Plus bis 300. Erstens mal ist hier die Verteilung anders, bis 100 km/h, das ist nämlich in 10er Schritten. Und danach in 20er Schritten. Und hier ist das ja quasi sofort in 20er Schritten. Deswegen fand ich den schon immer schöner. Habe damals noch relativ günstig einen bekommen, wenn man das günstig nennen kann. Und ja, eventuell könnte hier später mal ein Bordcomputer von Cancheck oder irgendwas reinkommen. Da bin ich noch am Überlegen. Jetzt ist es aber so, der soll jetzt erstmal rein, weil der Kilometerstand haut ja sowieso nicht mehr hin. Also sowohl von dem Tacho, der ja getauscht wurde beim Fahrzeugkauf damals, also auch mit dem ist es dann eh egal, weil die originalen Kilometer stimmen so oder so nicht. Und jetzt habe ich den hier nochmal komplett auf 1 Kilometer zurücksetzen lassen. Der ist ja digital vom S6 Plus, einfach weil ja jetzt, sage ich mal, wie ein Neuanfang für das Auto da ist. Erstens ist alles neu zusammengebaut und der Motor hat natürlich noch keinen Kilometer weg. Deshalb wird der jetzt getauscht. Ich bin jetzt schon 100 Kilometer so gefahren, aber alles entspannt. Der Tacho soll jetzt reinkommen, und damit das jetzt auf die Schnelle erstmal passiert, würde ich den jetzt so reinbauen, wie er ist. Ganz später werden wir uns nochmal dem Thema widmen, was man hier vielleicht als Bordcomputer integriert und was man mit dem Tacho noch machen kann. Und jetzt habe ich den hier schon mal zerlegt, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Denn beim S4 war es nämlich so, dass immer der Öldruck mit angezeigt wurde. Das ist zwar, wie Benny so schön sagt, nur ein Schätzeisen, aber es gibt ja trotzdem einen groben Richtwert ab. Und ich finde halt schade, beim S6 ist das dann weggefallen. Und wie ihr hier gerade seht, habe ich das nämlich schon getauscht. Ich habe quasi aus einem S4-Tacho, der ja früher mal von einem V8 anscheinend war, habe ich hier diese Einheit rausgebaut in der Hoffnung, dass ich jetzt hier drüben wieder Öldruck habe. Freunde, es ist 21.10 Uhr am Donnerstag. Das bedeutet, morgen 8 Uhr fahren wir auf die XS Carnate, und ich muss jetzt auch mal leider erstmal zur Nachtschicht. Ich wäre einfach dringend gebraucht. Also muss ich kommen. Nützt alles nichts. Du hast Frühschicht, also wirklich volles Programm. Wir haben aber soweit das Auto fertig, würde ich sagen, mehr oder weniger fertig, weil wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt erstmal nur grob alles, sagen wir mal, ein bisschen zusammengebaut nach dem, was wir jetzt so in der Zeit alles schnell machen konnten. Es sieht hier wirklich aus wie ein Schlachtfeld, überall liegt Zeug rum. Wirklich Vollgas gegeben jetzt nochmal. Auto ist noch nicht gewaschen, wir müssen die Dachblende noch reinmachen. Ich muss das Auto noch zusammenpacken, ich habe noch nicht mal Koffer gepackt, weil wir ja bis Sonntag bleiben. Also ich muss eigentlich ja, das irgendwie noch hinkriegen, das werde ich aber dann direkt nach der Nachtschicht morgen um 6 machen. Und ja, dann packen wir fix zusammen und dann geht's einfach weiter. Ich hoffe, ich schlafe eine einwährende Fahrt. Das soll es erstmal gewesen sein. Alles weitere wird dann, denke ich, der nächste Teil werden, wo wir einfach on the way sind zur XS Carnite. Ich hoffe, es kommt nichts Großes mehr dazwischen. That's it. Dann. Tipp und top. Haut rein, bis dahin. Hop und ab. Ciao.